Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Secret Files Tunguska. Ja, ich habe wieder lange Zeit dazwischen gehabt. Ich habe nämlich noch eben was gegessen und weiß schon gar nicht mehr, was wir jetzt gemacht haben. Ich stehe, glaube ich, in diesem Raum, weil ich hier irgendetwas machen wollte. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach so, genau. Ich glaube, ich wollte irgendwas mit dem Schraubstock versuchen. Das hat dann aber nicht funktioniert. Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau was. Egal. Also, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen die Badewanne, genau das war das, ne? Genau, die Badewanne müssen wir füllen. Ich weiß zwar nicht, warum wir die füllen wollen, aber um die Badewanne zu füllen, müssen wir den Stopfen rauskriegen. Hier hatten wir schon alles probiert, das weiß ich noch. Hier in den Raum, ja. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Was wir machen könnten, ist. Hallo, bleibst du mal stehen? Was wir machen könnten, ist noch. Sag mal. So, ist nochmal alles wirklich durchzuziehen, ob da irgendetwas möglich ist. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, aber gut, ich meine, was soll man sonst machen, ne? Da ich da, glaube ich, in der letzten Folge jetzt auch schon nicht so wirklich weitergekommen bin. Gut, das Papier wäre natürlich schwachsinnig, wenn das irgendwie funktionieren würde, aber man muss halt alles nochmal probieren. Das kann ich immer noch. Ich könnte mit dem Diamanten die Glasscheibe zerschneiden. Allerdings würde sie dann runterfallen und das Ei zerstören. Ja. Ich muss mal kurz einen kleinen Cut machen. Weil ich nämlich gerade, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hören kann, aber ich habe nämlich gerade gar nichts gehört auf den Kopfhörern. Genau, das haben wir gerade ausprobiert, weil das gar nicht auf Kopfhörer mehr gestanden hat, sondern weil das noch auf Boxen gestanden hat. Ich hatte das nämlich vorhin umgestellt, als ich noch was geschnitten hatte. Ja, mit dem Flachmann werde ich hier wohl nicht allzu viel an. Mit der Bohrmaschine. Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt euer Ernst? So, stilvoll entkorkt. Ich höre wieder was. Ist das jetzt euer Ernst, dass wir den Korken mit der Bohrmaschine rausholen mussten? Die haben auch sonst keine Probleme, oder? Oh, mein Gott. Okay, dann, ja. Dann probieren wir das mal aus. Was heißt, probieren wir aus? Ich meine, das wird ja funktionieren, gehe ich mal von aus. Die Frage ist nur, wofür Passt brauchen sogar wir das halbwegs in den Wasser? Abfluss. Da dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Also, das haben wir am Anfang schon Ja, gemerkt, die dass. Wanne ist voll. Juhu. Ja, genau. Können wir denn jetzt irgendwas mit der Wanne machen? Können wir jetzt hier, keine Ahnung, den Flachmann auffüllen? Badewannenangeln machen oder irgendwas dergleichen, die nochmal auffüllen, auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, hat sich das ja mega gelohnt, die Wanne voll zu machen. Ja. Das war jetzt eigentlich oben Eine mit der Kamera. Videokamera im Bad? Ja, das ist klar, Da aber wieso komme ich konnte ich. nicht ran. Ich weiß jetzt noch nicht. Mir liegt es wahrscheinlich auf der Zunge. Aber warum müssen wir dann Wasser? Also dann würde ich jetzt sagen, wir hätten hier so ein Brett reinlegen können oder so. Und kein Wasser, wenn sie da nicht rankommt. Hier können wir jetzt so auch nichts mehr machen. Ich stehe wahrscheinlich irgendwo total auf dem Schlauch. Davon bin ich wirklich überzeugt. Aber da sind die Überwachungskameras, das bringt mir nichts. Da brauchen wir erstmal einen Code für. Da können wir nur hier runtergehen. Da haben wir nur das Salz. Da haben wir das Ei schon reingemacht. Das Ei können wir ja auch nicht. Das Ei können wir wieder rausnehmen. Okay, vielleicht brauchen wir das noch woanders. Eigentlich schade. Es fing gerade an, schön warm zu werden. Nee, oder?
Jetzt muss ich mal eben was nachgucken. Ich habe jetzt gedacht, das Ei könnte man vielleicht noch woanders. Ja, wenn das denn funktioniert. Nee, ich kann aber nur die Badewanne angucken, obwohl, kann man das so nehmen? Hoffentlich trägt mich das Eis. Als ob, Leute. Als ob. Ach, da war eine Videokassette drin. Die Kamera ist festgeschraubt, aber ich habe zumindest das Band rausnehmen können. Euer Ernst jetzt? Ich habe jetzt gedacht, vielleicht können wir das Ei rausnehmen und das Ei für irgendwas anderes noch benutzen oder so. Dass da jetzt natürlich eine Videokamera drin ist, damit hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Ich dachte, die will jetzt die Kamera mitnehmen und, keine Ahnung, installieren, damit man dann herausfindet, wie die Nummern eingegeben werden, weil dann gerade jemand da zufällig vorbeiläuft und die Nummern eingibt. So was Ähnliches gibt es ja bei Manic Mansion. Da ist man ja, ich glaube, live über die Videokamera am Gucken, während man hat ihm dann das Koffein geklaut vom Kaffee, also koffeinfreien Kaffee hingestellt. Und dann, ja, schlafwandelt der quasi und gibt dann immer wieder diesen Code an, erschrickt sich und schmeißt die Tür wieder zu von diesem Safe. Und ja. Also sowas Ähnliches habe ich jetzt gedacht. Aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Die Videokassette aus der Überwachungskamera im Bad. Ja, aber was bringt uns jetzt die Überwachungskamera im Bad? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir gucken uns auf jeden Fall mal das Video an, wenn ich jetzt noch den Raum finde, der war da oben, ne? Mal gucken. Oh, da ist wohl noch ein Rest von einer anderen Aufzeichnung drauf. Sieht aus wie der Raum direkt nebenan. Diese Nicole Charleroi diskutiert mit einem extrem elegant gekleideten Typen. Leider steht er mit dem Rücken zur Kamera, aber ich könnte schwören, dass es... Was passiert da unten? Ich habe gehört, es ist soweit. Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles vorbereitet. Mit dem Artefakt ist es uns tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gelungen, die Strahlenfelder auf das gewünschte Niveau zu bringen. Also habe ich recht gehabt. Mit dem Artefakt? Mit Ihnen, Professor Charlois. Ihr Team hat wirklich gute Arbeit geleistet und Sergei, Oleg, ebenfalls großes Lob. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung. Wir haben noch viel vor uns. Die Menschheit wartet darauf, dass wir hier ein paar Entscheidungen abnehmen. Massimo Gattuso? Wenn der seine Finger im Spiel hat, muss es um eine ganz große Sache gehen. Und wenn er sich dafür extra ans Ende der Welt begibt, dann möchte ich mir lieber gar nicht ausmalen, wie groß die Sache ist. Eigentlich habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sorge für den ganz großen Knall, oder ich sterbe heimlich, still und leise vor mich hin. Nach Sterben ist mir gerade ganz und gar nicht. Also sollte ich mir irgendwas einfallen lassen, was ordentlich Kabumm macht. Nur allein werde ich wohl nicht viel ausrichten können. Ich brauche Hilfe. Und zwar schnell. Du hattest was, was Kabumm macht und du hast eine Lawine damit ausgelöst. Und ich muss immer noch sagen, dass die Stimme von dem Oberboss da in Schwarz, die von Schweigen der Lämmer von dem einen ist, von dem Hannibal Lecter. So, ja, es hat irgendein ratterter Ding gemacht. Das können wir auch gleich nochmal reingucken, weil ich glaube, da ist ein neuer Tagebucheintrag. Aber warum können wir jetzt hier auf dem Ein Bildschirm? riesiger Plasmabildschirm. Also ich denke mal, die stehen jetzt nur hier, weil da bewegt sich ja nichts. Also denke ich mal, dass jetzt hier auch kein Code eingegeben wird oder so. Ja, und dann schwenkt er auch wieder um. Schade. So haben wir jetzt da doch keinen Code von bekommen. Ich habe mich eben schon gefreut, weil ich da dieses blaue Ding gesehen habe. Aber nein, so einfach wollen sie es einmal wieder nicht machen. Ja, dann gucken wir mal eben. Nee, oder? Ihr könnt mich doch mal kreuzweise, ehrlich. Ich sag gerade noch so einfach, wollen Sie es einmal nicht machen, dann gucken wir doch mal in den Text rein und was steht hier? Der Code. Ja, geil. Okay. Also, der Löwe erscheint irgendwo in der Kälte. Die Vermutung wird zur Gewissheit. Massimo Gattuso, seines Zeichens Großindustrieller und Milliardär, ist tatsächlich der Mann hinter den Kulissen. Damit ist klar, dass es um etwas ganz Großes geht. Aber um was?
Okay, also dieser Massimo, der alles finanziert hat, ist jetzt der große Bösewicht. Okay, das ist jetzt wirklich mal. Ja, eine Überraschung weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe aber auch nicht drüber nachgedacht. 2513. Ja, dann gucken wir doch mal eben, ob der Code noch aktuell ist. Will ich doch hoffen. 2513. 2, 5, 1, 3. So, das wäre geschafft. Bin mal gespannt, was mich in dem Raum da drüben erwartet. Ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt auch tierisch gespannt. Okay. Das ist doch hier so ein Radar, genau, so heißt das, um Flugzeuge und so weiter zu ordnen, ne? Oder auch U-Boote. Okay. Was haben wir denn hier noch alles? Kiste. Ich nehme mal ein paar mit und die Streichhölzer hier am besten auch. Was ist denn das? Leuchtfeuer. Bodenfeuerwerk. Ich nehme mal an, dass die damit den Landeplatz für Hubschrauber und Flugzeuge markieren. Okay. Die Geräte sehen allesamt völlig veraltet aus. Anscheinend wurde nur in die Sachen investiert, die unbedingt notwendig waren. Die Okay. Geräte sehen. Ja. Das sind alles nur die Geräte hier, ne? Sind das die gleichen Geräte? Nee, das sind andere Geräte. Mess- und Analysegeräte. Was genau man damit macht? Keinen blassen Schimmer. Gut, die Hälfte ist eh schon auseinander, also zerlegt worden. Das ist dann, glaube ich, auch egal. Da ist irgendwas ganz in der Nähe der Forschungsstation. Wahrscheinlich ein Flugzeug. Vielleicht können die mich ja hier rausholen. Ich müsste mich nur irgendwie bemerkbar machen. Spontan hätte ich jetzt gesagt, vielleicht sind das auch die Bösen, aber ich glaube, da hier sowieso alle böse sind, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht besonders hoch, dass es wirklich böse sind. Wir müssen uns bemerkbar machen. Da würde mir jetzt spontan einfallen, dass wir die Harpune benutzen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob man jetzt hier das Leuchtfeuer mit der Harpune benutzen kann. Ach, geh doch einfach ein bisschen schneller, Mädel. So schwer ist das doch nicht. So. So, die Harpune. Worauf soll ich denn schießen? So richtig viele Pot. Ja, wir wollen ja keine potenziellen Ziele haben. Können wir die denn vielleicht da Die reintun? Streichhölzer brennen gut, die Lunte hingegen überhaupt nicht. Ist wohl mal nass geworden. Okay. Die Klamotten haben wir auch nicht mehr, mit denen wir das trocknen könnten. Oder Papier. Obwohl, Moment, die Klamotten. Was war jetzt genau hier drin? Da ist Waltran drin. Früher hat man den auch Waltran. als Lampenöl und Schmierfett benutzt. Lampenöl und Schmierfett ist jetzt die Frage, wenn ich da die Lunte stand, da glaube ich eben, dass die nicht mehr, also dass die nicht mehr ganz trocken ist. Die Frage ist, wenn ich da jetzt was von drauf machen würde, würde das helfen oder wäre das quasi kontraproduktiv? Wir probieren das mal Wenn ich die aus. Zündschnüre mit dem Waltran übergieße, funktionieren sie hoffentlich wieder. Ja, meinst du, das geht? Okay. Wir probieren es einfach mal. Also, ich habe keine Ahnung von diesen Waldran. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber wenn die sagt, dass das ja halt zum Anzünden benutzt worden ist. Max! Also hatte Oleg doch recht. Es ist nicht so, wie du denkst. Der Standardsatz eines Mannes. Das sind nicht unsere Feinde. Die wollen uns helfen. Leute, die mir angeblich helfen wollen, habe ich in letzter Zeit genug getroffen. Ja, ich weiß. Das mit Oleg tut mir sehr leid. Woher weißt du?
Später. Diese Männer haben mich hierher gebracht, um... Also steckst du doch mit denen unter einer Decke. Das sind doch die gleichen Sektentypen, die der Hausmeister und das kleine Mädchen beim Museum beobachtet haben, als mein Vater entführt wurde, oder? Ja, und die Sekte hat dein Vater auch tatsächlich entführt. Aber zu seinem eigenen Schutz. Mach dir keine Sorgen, es geht ihm gut. Zu seinem Schutz? Vor Leuten wie dir? Du hast mich doch die ganze Zeit verarscht und mit diesen Typen zusammengearbeitet. Nein, nach meiner Rückkehr aus Irland hat die Sekte auch mich entführt. Erst dann haben sie mir die ganzen Zusammenhänge erklärt. Vorher habe ich die Typen nie gesehen, das musst du mir glauben. Muss ich das? Dein Vater ist bei seinen Nachforschungen zur Tunguska-Katastrophe auf etwas gestoßen, das unbedingt geheim bleiben sollte. Die Sekte hat alles dran gesetzt, damit dieses Geheimnis nicht in falsche Hände gerät. Was soll das gewesen sein? Die Leute glauben, dass sie Nachkommen von Außerirdischen sind. Oh Gott. Und die Tunguska-Katastrophe wurde von einem Raumschiff ausgelöst, das bei dem Versuch abstürzte, die letzten Überlebenden ihrer Art von der Erde zu retten. So ein Schwachsinn. Psst. Glaubst du das etwa? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Erinnerst du dich an deine Begegnung mit der Sekte? In Tunguska? Ja, war schon seltsam. Tatsache ist, bei der Tunguska-Katastrophe 1908 stürzte ein undefinierbares Flugobjekt ab. Es wurden aber keine Überreste gefunden. Dann tauchen Jahre später sonderbare Bruchstücke auf. Dein Vater untersucht diese und findet heraus, dass sie zum einen nicht von der Erde stammen, zum anderen aber bearbeitet wurden. Die Kalenko-Expertise? Genau. Dann gelangt das Material an das Militär und deinem Vater werden alle weiteren Nachforschungen untersagt. Als er sich daraufhin mit Manuel Perez trotzdem noch einmal in die Tunguska-Region aufmacht, wird Perez zufällig Opfer eines Experiments, das das Militär dort mit dem außerirdischen Fundstück durchführt. Dein Vater erkennt die Gefahren, die von dem Material ausgehen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, forscht er weiter, bis er auf die Spuren der Zopa stößt, deren verlassene Höhlen er in China findet. Hier entdeckt er Artefakte, die aus dem gleichen außerirdischen Material bestehen, wie das Bruchstück aus der Tunguska-Region. Eine seltsame Verbindung, findest du nicht? Und eins der Artefakte ist jetzt hier, überbracht von Nina Kalenko. Die Anlage gehört Massimo Gattuso. Hast du den Namen schon mal gehört? Milliardär, dreimal geschieden, sieht umwerfend aus. Du kannst ihn gleich nach einem Autogramm fragen. Was? Er ist hier. Ich habe ihn unten in der Station gesehen. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Er hat sich über Mittelsmänner in sämtliche Telekommunikationskonzerne eingekauft und wird in Kürze das komplette Mobilfunknetz kontrollieren. Na und? Hast du Angst, dass die Minutenpreise steigen? Bleib mal ernst, Nina. Hast du denn keine Vorstellung davon, was die hier vorhaben? Denk mal an den Unfall von Perez, die Nervenklinik in Kuba, die französische Wissenschaftlerin und die Tierversuche der Russen. Hilf mir auf die Sprünge. Die arbeiten hier an einer Technik zur Gedankenmanipulation. Also ich weiß nicht, erst kommst du mir mit diesen Außerirdischen und nun das? Klingt etwas unvorstellbar, ich weiß, aber die Erforschung dieser Technik ist alles andere als neu. Es ist meines Wissens nach noch keinem gelungen, aber mit diesem außerirdischen Material? Oder glaubst du, dass Massimo Gattuso so einen Zirkus veranstalten würde, wenn das Artefakt nur einen archäologischen Wert für ihn hätte? Die Sekte glaubt, dass er kurz davor ist, diese Technik einzusetzen. Und was uns dann blüht, kannst du dir ja ausmalen. Also traust du diesen Leuten? Zumindest deutlich mehr als diesem Gattuso. Und was habt ihr jetzt vor? Die Sekte kümmert sich um die Sprengung der Sendeanlage. Und wir müssen einen Weg finden, um das Experiment selbst zu stören. Kennst du dich da drinnen aus? Gibt es vielleicht eine Art Kontrollraum oder so etwas ähnliches? Na, dann folgen Sie mir mal unauffällig. Jawohl, Kommandant. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe in den Höhlen in China dein Handy gefunden. Dachte, du könntest es bestimmt noch brauchen, falls du mich später mal anrufen willst. Deine Nummer weiß ich auswendig. So, der Fahrstuhl müsste wieder funktionieren. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn wir darauf warten, bis die Mitglieder dieser Sekte draußen die Antennenanlage gesprengt haben. Und wenn nicht? Noch haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Du willst da also wirklich runter? Ja, und jetzt komm. Mist, was ist denn jetzt passiert? Der Fahrstuhl scheint noch zu funktionieren und einige Türen auch. Aber die anderen kriege ich nicht mehr auf. Nina? Hörst du mich? Na prima. Ich muss die Türen so schnell wie möglich wieder aufkriegen, sonst haben wir ein echtes Problem. Und davon haben wir schon mehr als genug. Hoffentlich wartet Nina auf mich und macht keine Dummheiten. Aber wie ich sie kenne, wird sich diese Hoffnung wahrscheinlich nicht erfüllen. Max scheint mich durch die Tür nicht zu hören. Und nun? Hoffentlich kriegt er die Tür wieder auf. Aber darauf warten kann ich eigentlich nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht funktioniert der Fahrstuhl ja noch. Dann kann ich mich da unten schon mal ein bisschen umsehen.
Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit dem Aufzug nach unten fahren, werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Zeitlich ist es quasi perfekt ausgekommen. Und ja, mal schauen, was uns da unten dann alles erwartet. Bis zur nächsten Folge. Ciao!